meine kleinen Farmer und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder an der Bauhof Weberzentrale und in der letzten Folge hatten wir ja die ersten Mäharbeiten gemacht. Aber dann haben wir festgestellt, nope, das lief doch nicht so wie geplant. Und deswegen werden wir uns jetzt diesen Traktor nehmen und dann quasi damit die Mäharbeiten durchführen. Weil das ist dann doch ein bisschen besser. Weil unser Unimog ist hauptsächlich für die Mäharbeiten hinter einer Leitplanke bestimmt. Und da wir eine etwas größere Fläche dort haben, ist es dann ein bisschen besser, wenn wir das so machen. Von daher, so, okay, dann fahren wir jetzt einfach mal mit unserem Traktor dahin und checken einfach mal die Lage ab. Das sollte ja theoretisch kein größeres Problem darstellen, wenn wir mit dem Traktor quasi an der Autobahn arbeiten. Wir müssen ja nicht über die Autobahn quasi zurückfahren. Wir können ja dann auch einen Schleichweg quasi nehmen. Den müssen wir uns dann nur gleich noch passend suchen. Ich weiß gar nicht, kommen wir überhaupt von der Autobahn so runter? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Das checken wir aber gleich mal ab. So. Komm, wir machen einfach mal die Rundumleuchten schon an. Weil ich finde, dieser Fan hier, der ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Bestandteil unseres Fuhrparkes. Weil damit können wir doch schon einige coole Mäharbeiten durchführen. Zum Beispiel hier vorne am Straßenrand wird demnächst auch noch Gras gepflanzt, sodass wir dann dort auch Mäharbeiten durchführen können. Und hier vorne, diese Leitplanken, meinte ich, die werden wir benutzen. Also dort werden wir unseren Unimog benutzen, weil es einfach besser. So, okay. Dann stellen wir uns jetzt hier vorne wieder hin. Ich würde sagen, wir machen erstmal das vordere Mähwerk an. Okay. Ausklappen. Würde ich sagen, machen wir erstmal hier den kleinen Teil der Wiese und dann letztendlich, wenn wir gleich mehr Platz haben, machen wir unser zweites Mähwerk auch noch an. So, das schaut doch schon mal gut aus. So. Ja, das ist doch perfekt. Gut. Wir bleiben mal kurz hier stehen und holen unseren Unimog einmal wieder, weil der blockiert hier ziemlich die Straße und dann stellen wir den jetzt einmal mal da unten hin. So quasi als Warnhinweis. Ich würde sagen, den stellen wir einfach zur Autobahn hin. Weil hier oben sind wir hauptsächlich fertig. So. Beziehungsweise wir machen das hier mal weg. Machen dann einfach mal ein X hier hin. Für Spur gesperrt. Genau, das ist besser. Es kommen ja zwar noch keine Autos, aber wir stellen uns jetzt einfach vor, dass hier Autos herkommen könnten. So. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Na, jetzt müssen wir mal kurz den Unimog zur Seite fahren. Der steht doch ein bisschen im Weg. So. Weil den meinte ich. Damit machen wir dann am besten hier die ganzen Leitplanken fertig, weil da kommen wir dann noch besser dran, weil mit dem Traktor kommen wir ja hier schlecht hin. Irgendwie ist es zwar möglich, aber ich glaube, nee. So, dann fahren wir jetzt hier vorne sofort einmal zurück und dann können wir unser etwas größeres Mähwerk noch anmachen. Dann müssen wir kurz hier gucken, dass wir hier auch gut dran vorbeikommen. Ja. Schaut doch sehr gut aus. Oh, jetzt haben wir das Ding gerammt. Egal. Das ist übrigens noch aus. Also dieses hier ist aus. Die anderen sind schon an. Ich glaube, warte mal, das hier, genau, das gegenüber ist auch noch aus. Aber ansonsten die anderen Wechselschilder da, Anzeigen, Bedingungsbums, die sind alle halt schon an. Und dementsprechend einprogrammiert. So, okay. Müssen wir jetzt einmal kurz aufpassen, weil normalerweise soll man das ja nicht machen, was wir gerade machen, was doch schon ein bisschen gefährlich ist. Theoretisch hätten wir einfach zurückfahren können, aber gut, jetzt haben wir es trotzdem gemacht. So, okay, das ist der Teil schon mal gemäht. Machen wir mal diese Innenansicht, die ist ja auch ganz gut. Oh, warte mal, wir haben was vergessen, und zwar das Lenkrad hier zu nehmen. Hallo? Wieso funktioniert das nicht?
Vielleicht jetzt. Finde ich auch super. Vielleicht jetzt? Ah, jetzt geht's. Okay. Obwohl, das da vorne will ich nicht aufhaben. Ich will lieber die Dachluke hier aufhaben. Können wir hinten noch was aufmachen? Weil es ist heute ziemlich warm hier. Ziemlich sonnig, ziemlich warm. So, okay. Ist das noch an? Ne, ich glaube aus, ja. So, jetzt ist es an. Gut. So, dann fahren wir jetzt einfach mal weiter. Ich hatte schon mal so ein Video gemacht, so ein ähnliches. 2011 war das, meine ich. Von einer ehemaligen Autobahn-Map, die es nur im Landwirtschaftssimulator 2011 gab. Das war auch ziemlich cool. Das kam auch sehr gut an bei euch. Ich habe das schon mal gesehen, das Video. Wenn ihr es schon mal gesehen habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr es nicht gesehen habt, müsst ihr es euch auf jeden Fall mal angucken. Es hieß irgendwie LS11 Mäharbeiten auf Autobahn Herlefeld oder so. Irgendwie so. So, okay, Freunde. Dann können wir jetzt unser Mähwerk hier ausfahren. Müssen wir erstmal kurz ausklappen. So, das Gerät muss erst ausgeklappt werden. Dann senken wir das und schalten es an. So, jetzt sind alle angeschaltet. Und dann können wir jetzt auch weiter hier mähen. Ich würde sagen, das Gas lassen wir hier einfach liegen, weil was soll man damit? Wir können es eh nicht gebrauchen. Dann soll es lieber hier verrotten und dann haben wir damit kein Problem. Zumindest an der Autobahn ist Gras, weil das würde ich jetzt zum Beispiel nicht dem örtlichen Bauernhof geben, da hier ziemlich viel Schadstoffe sind. Und das wäre gar nicht gut für die Tiere. So. Das kleine Stückchen da vorne, da gucken wir gleich mal, dass wir das so eben einzeln mitmähen. Ja, weil da kommen wir jetzt so nicht durch. So, okay. Das sieht ziemlich cool aus. So, mehr arbeiten hat man ja auch nicht alle Tage. Ich will jetzt mal ein Foto zu machen. Das sieht doch cool aus. Ja, warte mal. So. So, als Beweisbild. Werde ich dann auch wahrscheinlich auf der Facebook-Seite hochladen. Von Bauhof Weber. Also Freunde, wenn ihr die Facebook-Seite von Bauhof Weber noch nicht geliked habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet, weil dort findet ihr aktuelle Informationen zu dem Projekt hier und es lohnt sich auf jeden Fall. Die Seite ist selbstverständlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. So, okay, das haben wir jetzt gemacht. Sehr gut. So, dann haben wir das hier gleich auch fertig. Finde ich schon mal gut. Viel mehr können wir jetzt leider hier noch nicht mähen, weil viel mehr ist auch noch nicht gewachsen. So, warte mal. Gut, das klappen wir jetzt wieder ein und arbeiten dann erstmal mit dem Einnahmewerk noch den Rest ab. Das geht ja auch ganz super. Dann können wir das da oben auch mal kurz eben wegmähen. Weil hier passen wir mit durch, oder? Das geht gar nicht. Was hat er durch? Ne, hier nicht. Da ist ein Ast im Weg. Wollte ich jetzt aber auch nicht unbedingt wegmachen. So. Gut. Das haben wir dann jetzt gemäht. Fahren wir einmal kurz zurück. Ich würde ja gerne hier drauf drehen. Ne, warte, wir drehen hier vorne, weil es ist zu gefährlich, wenn wir das da machen würden. So.
Ja, perfekt. Alles klar, so, perfekt. Das haben wir sehr gut gemacht. So, warte. Okay. So, also wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Wiese fertig gemäht. Ah, nee, haben wir nicht. Auch gut. Hier vorne fehlen noch kleine Stellen. So. Dann noch eben den restlichen kleinen Fitzel hier. Dann haben wir auch diesen Teil geschafft. So, muss mal kurz gucken. Wir haben jetzt leider keine Möglichkeit hier mit einem Traktor wegzukommen. Aber der fährt jetzt auch keine 60 km/h, deswegen können wir nicht über die Autobahn fahren. Ich würde sagen, da rufen wir dann mal kurz bei der befreundeten Polizeistation an, dass sie mal kurz da oben dicht machen, sodass wir dann ohne Probleme da rauskommen können. So, bei der Polizei haben wir gerade angerufen. Die sind auch so hilfsbereit und kommen dann jetzt auch raus, um einmal kurz die Straße zu sichern, sodass wir dann ohne Probleme rausfahren können. So, fahren wir mal hier raus. Kurz dort zu machen. So. Okay, sehr gut. Stellen wir wieder ein. So. Ist ja direkt hier vorne. Von daher. So, okay. Alles klar. So, ihr könnt jetzt hochkommen, Bauhof Weber. Gut, so, dann rennen wir mal ganz schnell da runter. Und dann fahren wir jetzt wieder schnell raus, damit der Straßenverkehr sofort wieder weiterrollen kann. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch eine Lösung überlegen. Das kriegen wir, denke ich, immer auch so ganz gut hin. So, danke Jungs, bis demnächst. So, dann fahren wir mal kurz hier an die Seite, fahren den Polizeiwagen weg und dann fahren wir zurück zu Bauhof Weber. Okay. So, da. Machen wir das mal wieder kurz klein. Drehen mal kurz. So. Okay, perfekt. Dann geht es jetzt zurück in die Wache. Rücken wieder ein. Sehr gut. So. Dann kommt sofort das Tages, stellen wir uns mal hier hin. So. Und halt. Gut. Ah, Motor aus. Ist wichtig. Okay. So, Tor wieder zu. Fertig. So, dann schauen wir mal kurz wieder zu unserem Traktor, parken den dann bei Bauhof Weber. Dann haben wir den Auftrag schon mal abgeschlossen. Ist doch sehr schön. So. Okay. Sowas gehört halt auch zu den Aufgaben, die hier Bauhof Weber täglich quasi erledigt oder sagen wir mal wöchentlich erledigen sollte. Da wir hier gut 20 Kilometer Autobahn haben, ist es natürlich schon einiges, was wir hier zu betreuen haben. Deswegen ist Bauhof Weber jetzt auch schon ein bisschen größer. Je nachdem, wie viel da jetzt noch zukommt, vergrößern wir eventuell Bauhof Weber. Weil ihr seht es ja hier schon. Hier passen, wie viele Fahrzeuge passen rein? 2, 4, 6. 18 Fahrzeuge passen hier überall hin. Ja? Nee, warte. 8, okay. 24, ja, 24 könnten hier hinpassen. Wenn wir da vorne das Lager nicht hätten, dann würden 24 Fahrzeuge hier hinpassen. Aber gut, je nachdem, wie viel dazu noch kommen wird.
an Fuhrpark. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, ihr fandet es ganz cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Bauhof Weber Video. Lasst den Like auf jeden Fall auch auf der Facebook-Seite vom Bauhof Weber da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Macht es gut, Freunde. Bis dahin. Ciao, 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 ciao.